Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück in Berlin. In dieser Plenarwoche stehen vor allem zwei Themen im Fokus. Zum ersten, es geht um den dritten Wahlgang unserer Kandidatin Mariana Harder-Kühnel für das Amt der Vizepräsidentin des Bundestages. Es bleibt abzuwarten, ob die Altparteien uns und vor allen Dingen aber auch unseren Wählern auch weiterhin unser gutes Recht auf eine eigene Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages vorenthalten werden. Zum Zweiten, am Donnerstag wird verhandelt der Antrag der AfD-Fraktion auf Einsetzung einer Enquetekommission zum Thema direkte Demokratie. Es heißt dazu im Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird ausgeübt in Wahlen und Abstimmungen. Nur gibt es bislang auf Bundesebene eben keine Abstimmungen, weshalb die AfD dafür eintritt, dass es auch in Deutschland Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild geben muss. Mehr dazu in aller Ausführlichkeit in einem Beitrag von mir, der am Freitagabend veröffentlicht wird. Schalten Sie ein auf meinem Kanal. Vielen Dank.